Die meisten Ruinen wurden beseitigt, sehr gut. Wir müssen noch die Hoffnung steigen, es reicht noch nicht. Mehr, wir brauchen mehr. Die Sammelstelle würde ich auch einmal umbauen. Die ist dort im Weg. Müsste beim Dampfzentrum sein. Weil, wenn es kälter wird, funktioniert das nicht. Sägewerk bitte und Werkstatt. Ich bräuchte die andere Ingenieursgruppe. In der Wetterstation wartet. Pflegeheim ist gut. Wir gehen jetzt auf Überfüllung. Ich müsste mehr Leute behandeln und dann gehen wir auf den Tempel zu. Da. Wir machen. Das wird. Nee. Wir müssen jetzt auf Abendgebete gehen. Genau. Wir machen jetzt erstmal Abendgebete, damit die alle glücklicher sind und mir Hoffnung schenken. Danke. Damit wenden wir erstmal diese Krise ab. Die nächste Krise kommt erst in 5 Tagen wieder. Gut. Es hat eine Menge Essen gekostet. Ich mag das nicht. Alte Unterkünfte verspreche ich. Nee. Nee, ich habe mich entschieden. Unzufriedenheit mir egal. Ich verspreche euch gar nichts, was Wärme verspricht. Was Wärme angeht. Es hat letztens so reingehauen. So, einer ist noch gestorben. Jetzt werden wieder ein paar sterben. Leider. Ich konnte leider nicht auf Überfüllung gehen. Das wäre super gewesen. Ich bräuchte noch ein Pflegeheim. Wir bauen das nicht dahin. Wir bauen das da hinten hin, leider. Aber ja, 2 Stücke noch. Und dann war es erstmal das mit den Pflegeheimen. Gut, Gruppe ist da, beim verlassenen Anhänger. Ein Anhänger, der vom dritten Land Dreadnought gezogen wurde. Warum haben sie den da zurückgelassen? Eine zu schwere Last. Das ist einer der riesigen Frachtanhänger, der von dem Land Dreadnoughts gezogen wird. In ihnen werden verschiedenste Güter transportiert, von Baumaterialien, Kohle und Lebensmitteln bis hin zu Speerschlitten und Dampfkernen. Der Anhänger ragt gefährlich weit über die Kante einer tiefen Schlucht hinaus. Er wurde verlassen, als die Eisbrücke unter seinem Gewicht nachgegeben hat. Wir könnten die Vorräte bergen, die gefahrlos erreicht werden können, oder riskieren, tiefer in den Anhänger vorzudringen, um mehr Vorräte zu bergen. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie groß das Ding war. Vor allem, wenn wir hier sind. Der Anhänger ist schon so riesig und wir haben gesehen, wie riesig so ein Land Dreadnought ist. Das sind gewaltige Dinge. Und so ein Anhänger ist auch gewaltig. Wir waren winzig dort. Das Problem ist, was nehmen wir? Wir haben Dampfkerne dabei. Und wir haben Essen dabei. Beides brauchen wir. Das heißt, ich würde nicht das Risiko eingehen. Geht das Risiko ein? Weil da hätten wir Dampfkerne. Das ist ein Dampfkern mehr. Das sind Anhänger. Also wir werden später entscheiden, was zu tun ist. Wir könnten eine eigene Gruppe hinschicken. Wir lassen den Anhänger erstmal unversehrt. Nichts davon brauchen wir jetzt erstmal. Das heißt, wir gehen zurück zum letzten Lager. Und kümmern uns später darum. So, weg mit den Schwerkranken. Alle rein dort. So, die nächste Stufe, was machen wir? Was machen wir? Wir müssen eigentlich mehr Sammelstellen bauen. Aber es wird gleich noch kälter, das macht es ein bisschen problematischer. Wir können mal das Zeug hier mitnehmen. Nicht, dass da hinbauen könnte. Obwohl, hier ist es sowieso wärmer. Nee, ist es nicht. Genau, wir machen erstmal das hier.
bauen das darüber und dann laden wir dort mal ein paar Leute rein. Wir haben das hier fertig gebaut. Wir schauen mal unter. Ja. Ja, okay. Essen haben wir genug. Ist gerade stabil. So, hier werden ein paar Kinder Sachen einsammeln. So, welche Maschine da nötig ist, um das Ding zu bewegen. In der Tat, was für ein Motor das haben muss. So, den haben wir auch umgebaut. So, immer mehr Ruinen erschöpft. Feiger Schläger, wir lassen sie in Frieden. Unzufriedenheit steigt erheblich an. Unzufriedenheit sinkt. Aber da kommen wir auf ein Problem mit der Unzufriedenheit. Wir nehmen die Arbeiter mit. Das ist eine Menge Unzufriedenheit. Wir müssen jetzt... müssen wir uns um ein paar Dinge jetzt kümmern. Ja, da ist der Generator in der Tat ein Witz. Er ist im Vergleich dazu einfach winzig. Oh, die haben ja alles weggeräumt. Gut, das kommt weg. Kommen noch ein paar Leute rein. So, Krankenhaus. Perfekt. Damit sparen wir wieder viele Ingenieure ein. Ich würde sogar noch auf, fliegende Jäger gehen. Oder auf die Mechanisierung. Ingenieure sind gerade nicht so das Problem. Die Mechanisierung kann warten. Was dagegen nicht warten kann, ist, dass ich Arbeitskräfte abziehe von der Nahrungsmittelproduktion hin zu der Kohlebeschaffung. Aber das wäre wichtiger gerade. Generatoreffizienz. Das ist alles nicht wichtig. Wir würden fliegende Jäger nehmen, das ist besser. Das spart Arbeitskräfte. Wir müssen Arbeitskräfte sparen. Wir haben zwar viele, aber trotzdem. Wir haben sehr viele gebunden. Wie hoch der Generator wohl ist. Man könnte, warte, vielleicht kann ich das noch. Bop, bop, bop. So, Foto. Kamera. Also, Meteranzahl werden wir jetzt nicht rausbekommen. Weil, wie mache ich das nochmal so? Mein Bench ist ungefähr so groß. Das ist. Ich würde sagen, so hoch wie ein Haus in der Innenstadt. Oh, vielleicht sogar ein bisschen kleiner. Obwohl, es könnte hinkommen. Ungefähr so groß wie eine Stadt in so einer Großstadt-Innenstadt. Achso, von den Personen. Stimmt, von der Person kann man das ja vielleicht auch aufschließen. Wenn man sagt, die so normal 1,80. So, was sind halt Standardgrößen halt so und dann halt immer drüber setzen. Blub, 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 blub. Natürlich verzerrt doch unser Blickwinkel das ein bisschen. Aber es geht schon. Ich kann halt nicht sauber nach oben. Ich habe ein Raster. Achso, das bringt weniger. So, ich will nur einmal in das Gesicht noch schauen. Die schauen zum Generator, ist das nicht nett. Oh, schönes Bild. So, da sind die anderen, der geht nach Hause. Das ist der Generator und das ist die Sonne. Nein. weg. Und da ist der Ballon oben. Stimmt, ich kann ja zum Ballon selber hin. Okay, ich kann nicht zum Ballon. Ich kann nicht höher.
Aber gut, natürlich ist er nicht so detailreich. Denn den sieht man ja nicht von unten. So, raus hier. So, die Sammelstelle kann auch weg. Ich habe eigentlich schon daran gedacht, dass wir hier die Kampfarenen drinnen haben. Oh, stimmt, ich wollte Krankenhäuser bauen. Und zwar viele. Ich bräuchte eigentlich einen Platz dafür. Hier wollte ich die Kohlegeneratoren hinstellen. Die waren da ganz gut. Das Sägewerk. Produziert noch. Das ist nicht schlecht dort. Die Werkstatt ist im Weg. Das Pflegeheim ist im Weg. Die können wir aber abreißen. Die werden sich dann verteilen. Das ist mir egal. Wir haben doch da hinten Kapazität. Das Zelt kann weg. Genügend andere Zelte dort. Temperaturmäßig sind die da noch drin. Das ist mir egal. Dann bauen wir da ein paar Krankenhäuser rein. So, weg mit dem Zeug da hinten. Das war schnell. Weg damit. Baut es ab. So, jetzt werden erstmal die Kranken behandelt. So, zwei Stück. Wir könnten sogar noch ein drittes reinbauen. Vielleicht sogar ein viertes. Ich würde sogar wagen. Wie viele Ingenieure habe ich noch? Gar nicht mal so viele. Wir müssen dann die von den Sanitätszelten abzählen. Ich könnte halt noch ein drittes bauen. Ich glaube, ich spare mir dann das Sägewerk dort. Baue die Straße darüber, dann ist sie damit verbunden. Und auch damit. Und entfernt die Straße da in der Mitte. Die stört dort auch. So, erster Dampfkern verbaut, ich verstehe. Vereint durch den Glauben. Sir, heute Nachmittag gibt es einen Gebetsabend. Viele Einwohner sind gekommen, sie beten, aber es wird auch geredet und gelacht. Nicht mehr lange. Etwas so Ermutigendes habe ich schon lange nicht mehr in unserer Stadt erlebt. Es hat die Gemeinschaft wirklich enger zusammengebracht. So, nächstes Krankenhaus. Das kann dort perfekt rein. Bam. Und ich könnte sogar noch eins theoretisch bauen. Und ich tue das. Wenn wir die Leute da mitnehmen. Wir gehen jetzt zur kargen Senke rüber. Wenn wir die Leute vom Wetterposten mitnehmen, können die da auch rein. So, erstmal alle Leute aus den Sanitätszelten abziehen. Die brauchen wir da nicht mehr. So, haben wir noch welche drin? In der Mitte haben wir welche, das weiß ich. Aber da hinten, das können wir auch noch wegtun. So, die kommen hier rüber. Naja, euch wird jetzt gekümmert. Verzweifelte Einwohner. Ja, ich muss aufhören. Ich muss dafür sorgen, dass sie nicht mehr sterben. Deswegen unbedingt die Krankenhäuser. Die stören. Die stehen meinem Sieg im Wege. Ja, hört auf zu sterben, bitte. Ja, hört auf zu sterben, bitte. Wenn wir dann noch Überfüllung reinklatschen, dann sollte das gehen. Leider brauche ich das nächste Gesetz für verschiedene Dinge. Der Tempel halt. Schnaps wäre auch nicht schlecht, wegen der Suppe. Das mit dem Essen können wir aber vielleicht regeln. Wir gehen deswegen auf den Tempel. Hoffnung ist gerade schlimmer als Unzufriedenheit. So, der Tempel passt doch perfekt da hinten rein.
So, die Sammelstelle kann weg, bevor die hier alle erfrieren. So, da müssen wir hier mal ein bisschen erhitzen, weil das wird nicht mehr gut gehen. Das wird sowieso abgebaut. Ich kann in der Zeit trotzdem warm machen. Ordnung wäre da schwieriger. Mit der Hoffnung, ja, kann ich mir schlecht vorstellen, wie wir das hinbekommen. Wenn man da nur auf Hoffnung, auf Ordnung geht. So, die Sammelstelle muss auch mal beheizt werden. Also jetzt müssen wir die Baracken entfernen, nicht wahr? Ja. Die halten der Temperatur da außen nicht mehr statt. Stand, ja. Aber wir haben ja noch Platz in der Mitte. Noch keine Obdachlosen, das geht also. So, es ist auch kalt. Also wir müssen auf die nächste Stufe gehen. So, damit ist es temperaturmäßig immer noch knapp. Es geht noch. Hatte ich mal gespielt und meine fast alle Ingenieure saßen in Gefängnissen. Ach du meine Güte. Ein furchtbarer Gedanke. Okay, Hoffnung wieder hergestellt. Perfekt. Es ist ja furchtbar. Was mit dem Zelt? Weg damit. Der ist ja irgendwie komplett da außen vor gelassen. Und die Sammelstelle können wir auch nicht mehr bedienen. Die muss weg. Aber ja, stimmt. Wie kriegt man sonst Hoffnung? Mit Ordnung. Wir haben kein Essen mehr. Aber die Kapazität ist ja positiv gewesen. Wenn wir mit den fliegenden Jägern fertig sind, sollte das gehen. So, eine weitere Stimme in den Ruinen. Der Verbrauch ist schlecht, aber das hält noch ein paar Tage durch. Deswegen gehen wir hier mal auf ein Dampfzentrum rein. Hier ist ein guter Platz und wir bauen mal ein paar Sammelstellen. Einmal für hier und einmal für da. Wir bauen ganz viele. Das geht auch. So, damit sollte das hier auch fertig sein. Hatte mich vorher immer gewundert, wo die denn alle waren. Ja, wo sind die denn? Alles Verbrecher, diese Ingenieure. Oh. Ja, das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber ich denke mal, kann man die manuell freilassen? Ich bin mir da unsicher. Normalerweise werden sie ja, wie sagt man, rehabilitiert. Nach einer guten Zeit. Aber ich glaube, man kann die auch manuell rauslassen. Ich weiß, ich kann es ja im Krankenhaus, also vom Krankenhaus her kann ich ja dem Patient sagen, hey, Patient entlassen. Das geht. Im Gefängnis weiß ich gerade nicht. So, schicken wir mal die Arbeiter hier rein. Bitte schön, aber sammeln. So, da aktivieren wir mal die Heizung. Wir können mal überall die Heizung aktivieren. Ich möchte ungern, dass die hier krank werden. So, Kargesenke, die erforschen wir mal. Wir wissen, dass da nichts ist. Und bring erstmal das Essen nach Winterheim. So, Tempel. Einmal eine schöne Festpredigt. Dann einmal eine schöne Predigt. Festpredigt hilft auch bei Unzufriedenheit sehr gut. So, da müssen wir mal hier in dem Bereich was umbauen. Und zwar, das hier kommt weg, das da kommt weg, diese Straße kommt weg, genauso wie das da. Das stört noch ein bisschen, aber das können wir hinbauen. Je nach 3 bis 4 Tagen. Und wenn man die freilässt, steigt die Unzufriedenheit um die Hälfte. Ugh. Ja, das ist dann... ja, so ist halt das Spiel. Man
Man tauscht Sachen gegen andere Sachen ein. Seltsame Stelle. Oh, die ist falsch gesetzt. Seitdem baue ich keins mehr. Ich verstehe es. 2, 3, 4. Sind auch dauernd ausgebrochen. Oh, das wusste ich gar nicht, dass sie ausbrechen können. Es wäre natürlich ein passendes Event, dass man da reinbauen könnte. Es wäre blöd, wenn man es nicht einbauen würde. Es passt halt zum Gefängnis. Perfekt, Fliegenjäger erforscht. Dann bauen wir die doch mal ein. Leider sind die so super teuer. Aber wir können ja endlich mal das Stahlwerk in Betrieb nehmen. So, nächste Forschung. Ich würde dann wir haben gerade ein Problem mit Stahl, nicht wahr? Wir ziehen gerade unsere Ressourcen nur vom Stahlwerk. Und ich würde gerne die fliegenden Jäger bauen. Das heißt, ein Dampfstahlwerk wäre super. Fliegende Jäger kosten sehr viel. Ja, ist zu teuer vom Stahl her. Der Stahl, ich glaube, das ist eine richtige Idee. Wahl. So, da gehen wir von 8 bis 18 Uhr. Gut, ist noch genügend. Wir haben 21 Stunden Zeit. Solange das nicht fällt, ist gut. Solange die Leute nicht weiter sterben. So, danke für das Essen. So, wir machen eine schöne Abendgebete sind auch nicht schlecht. Wir haben noch 3 Tage ungefähr, um die Hoffnung zu steigern und die Unzufriedenheit zu sinken. So, wir gehen mal zur Wetterwarte. Ich brauchte die Ingenieure dort. Wir dürfen schon mal Kohlehaufen ansammeln. Ich habe gerade sehr viel Stahl bekommen. Sehr viel Stahl. Fliegende Jäger später ausbauen. So, was haben wir hier? Die Sammelstelle ist erschöpft. Gut. Ich würde noch eine hinbauen, damit die Rohstoffe hier sammeln. Das muss weg. Ich muss diese gesamte Bereich hier in der Mitte weg. Obwohl, wenn wir die bedienen, hauen wir das hier weg. Das geht dann auch. Könnte ich hier schon mal Kinder reinsetzen. Die können schon mal ein paar Sachen mitsammeln. Was ich wegbauen würde, wäre der Kohlegenerator hier. Obwohl, warum eigentlich dort? Der hier ist schlecht. Wir bauen den ab. Wir bauen den ab. Die Kohle kann auch mitgenommen werden. Ist kein Problem. Der Generator muss erstmal weg. So, ich würde auch vom Speisehaus weg. Also, ich würde die Arbeiter reinsetzen. Die Kinder mal da reinsetzen. Mit einem Speer ist halt zäh. Ja. Ich glaube, im letzten Lauf hatte ich 2. Ich traue mich halt nicht, meine Werkstatt dafür einzusetzen. Stahl ist gerade voll. Stimmt, letztes Mal hatte ich ja Dingens die mehr Speer hergenommen. Ja, da brauchen wir gerade wichtigere Sachen. Also sehr viele andere Sachen gerade. So, da schicken wir mal Arbeiter rein, damit die hier alles weghauen. So, habt ihr Sachen gesammelt? Ja. So, wir rüsten mal die Hütten auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die anderen reißen wir ab. Brauchen wir da nicht mehr. Kriegen wir wieder Arbeit da raus. Wir bekommen mehr Essen. Wir können sogar unsere Nahrungsmittel dann umstellen. Ja, der sagt gerade negativ, aber das geht. Wir stellen mal auf normales Essen um.
hoffe, das geht. So, die Wetterwarte. Wir brauchen jetzt die Ingenieure. Schick die Ingenieure. Wir nehmen sie mit. Ich schaue nur einmal kurz auf das Wetter. Das hätte ich noch machen können. Also, lass die Ingenieure auf dem Posten. Wir entscheiden später, was damit passiert. Wie sieht das Wetter jetzt aus? Es wird wärmer. Deswegen kommt mit. Brauche ich die gerade? Wir haben sehr viele Leute, die krank sind. Ich brauche die. Ja. Warte, ich wollte die eigentlich mitnehmen. So. Die sollen einfach begleitet werden. Gut, 6 Stunden. Ende der Wettervorhersage. Ja. So, was ist mit den Kindern passiert? Alle gestorben oder wie? Da waren wir extra ins Krankenhaus. Achso, die. Okay. Was ist denn mit dem Krankenhaus los? Die werden doch alle behandelt gerade. Ich glaube, wir brauchen aber mehr Kapazität. Opfer gerettet. Sir, wir haben eine Gruppe Ingenieure gerettet. Auch das noch. Sie haben versucht, den Generator im Gang zu bekommen, als die Kämpfe ausgebrochen sind, aber sie wurden von den Schlägern des vorherigen Anführers eingesperrt. Sie sind verletzt und sollten sich mit passender medizinischer Versorgung aber schnell erholen. 4 Ingenieure. Sinneswandel. Sir, wir haben einen weinenden Mann im Tempel aufgefunden. Wir sind zu ihm gegangen und haben gefragt, ob er Hilfe braucht. Er sagte, dass er sie sehen wolle. Ich dachte, mein Glaube sei vor langer Zeit gestorben, Sir. Zusammen mit meiner Frau und meinen Töchtern in London. Ich habe keinen Sinn in unserem neuen Leben und unserem Überlebenskampf gesehen, aber heute, als ich diesen Tempel betrat, sah ich eine Zukunft für uns. Jetzt bin ich bereit, mich ihr zu stellen. Sehr gut, dankeschön. So. Wir warten noch, bis die umgebaut sind. Dann sehen wir die neue Berechnung. Ich hoffe, das reicht. So, nochmal Ingenieure. Wir haben keine Obdachlosen. Perfekt. So, das Gesetz ist jetzt wichtig. Welches Gesetz nehmen wir? Was wäre passend? Wir haben noch 2 Tage. Auf die Festpredigt kann ich nicht mehr hoffen. Auf die normale Predigt und auf Abendgebete kann ich noch hoffen. Abendgebete sollte noch reinkommen. Ich bräuchte etwas, was noch weiter die Hoffnung steigert. Unzufriedenheit können wir noch hinbekommen, wenn wir den Generator verstärken. Also wenn wir die einfach die Leistung erhöhen. Wir müssen eigentlich die Kranken noch weiter runterbekommen. Vom Gesetz her, mehr Hoffnung. Überfüllung könnte helfen. Das ist die Unzufriedenheit aber schlecht. Zusatzration kann ich mir nicht leisten. Oder wie viel kostet das? 10 Stück. Eigentlich gar nicht mal so teuer. Schnaps? Freudenhaus? Hoffnung sinkt. Nee. Aber ich mache mir Sorgen, was könnte ich nehmen? Ja, Schnaps, aber ja, reicht das für die? Das Problem ist, ich muss das runterbekommen. Wir haben ein kaltes Zuhause. Wenn wir das erhöhen, schlechtes Essen kriegen wir sowieso hin. Schlechtes Gesundheitswesen. Ich glaube, Unzufriedenheit sollte sich sehr schnell senken, wenn wir noch mehr weitere Krankenhäuser aufmachen. So, die Sammelstelle kann weg. Die haben alles mitgenommen. Wenn wir weitere aufmachen, sollte das ja gehen. Ich sollte etwas nehmen, was Hoffnung bringt. Was Hoffnung bringt, sind Schreine. Glaubenshüter vielleicht. Es ist für Unzufriedenheit. Das geht nicht. Denunziation. Nee. Schreine.
Das Schrein ist das Einzige, was mit Hoffnung zu tun hat. Gerade. Also nämlich Schreine. Die Leute müssen gerade glauben. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Also, wir ziehen mal dort ein paar Kinder weg. Und schicken dort mal Arbeiter rein. Kohleverbrauch ist gut. Werkstatt. Wo sind gerade die? Genau, die können wir weiter wegschicken. Wir schicken die mal zum gefrorenen Teich wegen dem Essen. Ah, es sterben immer wieder welche. Da schicken wir noch Kinder rein, die können das noch mitnehmen. Der ist auch noch aktiv. Dann bauen wir den später weg. So, das wird weggebaut. Der reicht bis darüber. Die Werkstatt kann eigentlich auch weg. Wir bauen mal eine neue auf. Und Schreine. Hier beim Krankenhaus brauchen wir Schreine. Hier auf jeden Fall auch. Da sind so viele Arbeiter gebunden. Und hier würde ich einen reinsetzen. So, damit hätten wir drei Schreine. Das passt perfekt. Spielt selten mit Krankenhaus. Ich finde das Krankenhaus ganz cool, weil es halt Schwerkranke behandeln kann. Ich glaube, Haus der Heilung kann das auch. Aber Krankenhaus. Ich nehme mal an, dass er sehr schnell Leute behandeln kann. So, wir bauen gleich ein weiteres auf. Wenn die Straße da nicht wäre. Weg mit der Straße. Ich glaube, die Straße ist ja auch falsch gebaut. So, den bauen wir dahin. Die Werkstatt kommt weg. Ja, ist sowieso gerade gestoppt. Soll ja nicht zu leicht werden. Ja. Diese blöde Straße. Wir bauen mal die Werkstatt dahin. Und ich baue... Weißt du was? Wir erhöhen mal die Forschung. So, die Straße wird da hinten jetzt reingesetzt. Und zwar so. Knapp dran, dann darüber. Obwohl, nicht darüber. Ich will ja da oben hinbauen. Wir bauen die so hin. Dann darüber. Das da wird weggebaut. Das da kommt weg. Jetzt sieht es besser aus. Das sieht man sofort. So, Schreine gebaut. Hoffnung kommt. Und jetzt mehr Leute ins Krankenhaus. So, damit sind die Schwerkranken wieder weg. Wir machen noch ein Krankenhaus auf. Bam. So, die restlichen können in die Werkstatt. Ja, da fehlt mir eine ganze Person. Ja, wo kriege ich die her? Ich würde sogar eine von der Werkstatt abziehen. Krankenhäuser sind wichtig. Schon wieder schwer krank. Wie konntest du sterben? Ich hoffe, das wird nicht schlimm. Kapazität ist schlecht gerade. Warum ist die Kapazität schlecht? Ich habe gerade nicht die Ressourcen, um das auszugleichen. Oh, wir haben noch eine Jagdhütte da unten. Und die Arbeiter in die sterben. Ich kann nicht. Achso, die Dingens ist im Weg. Immer noch zu wenig. Ja, irgendwas ist da im Argen. Wenn die Leute sterben, dann kann ich hier nicht. Oder werden die alle amputiert oder was ist da los? Ist die Temperatur so furchtbar gerade? Eigentlich ja nicht. Aber irgendwie werden die alle immer noch schwer krank. Und das. Das finde ich gerade ein bisschen seltsam. Warum werden die Leute immer noch schwer krank? Es sind nirgendwo gerade Arbeitsplätze, die in der Kälte sind. Die sind alle aktiv und zwar zwischen 8 und 18 Uhr. Und
Das sind die Leute, die hier im Dingens ausfallen. In den Kohlegeneratoren. Kranke, die nicht mehr... Ach, deswegen. Kranke werden schwer krank und... Okay. Die Krankenhäuser kommen halt nicht hinterher. Und deswegen fallen die dann aus, weil die Arbeiter krank sind. Okay. Okay, dann verstehe ich das. Deswegen muss ich immer hinterherklicken. Ach du meine Güte. So, habt ihr die Kohle mitgenommen? Nee. Darum Überfüllung. Das ist super schlecht dann. Deswegen wahrscheinlich die Kapazität niedrig. Ein paar Leute von dem Hütten ausfallen. Okay, 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 okay. Also das Problem und das nicht lösen. Wir sollten wieder auf Suppe gehen, damit die Hungrigen wenigstens versorgt werden. Das Dampfstahlwerk kommt halt zu einem Moment, in dem ich es nicht gebrauchen kann. Du kannst natürlich aufrüsten, klar. Wir haben noch einen Tag, um das Problem zu lösen. Mechanisierung, aber da brauche ich noch mehr Krankenhäuser. Ich kann gerade mal zwei weitere aufbauen. Belastungskupplung. Wenn wir richtig warm machen. Generatoreffizienz. Wir könnten auf die Überlastungskupplung gehen. Den Leuten dann richtig einheizen für eine lange Zeit lang. Aber ich glaube, das kriegen die nicht in der Zeit hin. Still in den Ruinen. Ja, wir horchen weiter, aber die Ruinen sind totenstill. Wir haben getan, was wir konnten, aber wir müssen akzeptieren, dass es keine Chance mehr gibt, weitere Überlebende zu finden. Okay, dafür brauchen wir 20 Stahl. Wir kriegen ja gar keins gerade. Gut, das läuft wieder an. Gesetz. Ich bräuchte ein Gesetz, was... Überfüllung. Ich brauche das Gesetz Überfüllung. Oder Zusatzrationen. Wenn wir gerade auf Suppe gehen, haben wir doch was über. Wir haben eine Menge über. Zusatzration. Ich darf den Unzufriedenheitsmalus dort nicht haben. Deswegen geht Essen aus. Wir reduzieren das mal. Damit wir die alle mal schneller behandeln. Ich hoffe, das hilft. Ich hoffe, der Bonus ist nicht zu gering. So, und dann gehen wir auf Überlastungskupplung. Ein Hauch von Hoffnung. So, die Leute haben angefangen. Das kennen wir schon. Die lassen jetzt Sachen an den Schreinen liegen. Ah, ihr dürft nicht sterben. So, ich habe dir alles mitgenommen, deswegen weg mit euch. Alles abreißen. So, nächste Gruppe, gefrorener Teich. Haben wir Essen? Nee. Eine Stahlbrücke. Da gehen wir auch noch hin, das wissen wir ja. Okay, die haben wir alles mitgenommen. Weg damit. Dann sparen wir hier Kohle ein. Da fallen die wieder alle aus. Ich sollte mal einen Tag, drei Stunden. Nicht das, was Überfüllung brächte. Ja? Dann, das ist dann schade. Dann darf ich Überfüllung halt nicht unterschätzen. Ja, nächstes Mal wissen wir es dann. Sieht gerade immer noch sehr schlecht aus. Ja, die Hoffnung. Wir werden sowieso wieder an der Hoffnung scheitern. Nicht genügend Hoffnung rein.
das 100 kranke mehr in der Wandlung, ja. Ich hatte halt gehofft, dass die Zusatzration halt, aber die klingt viel zu schnell ab. Ja, ich glaube, Überfüllung wäre das Bessere gewesen. Aber ich glaube auch, dass es nicht die Lösung gewesen wäre für das Problem, das ich hier habe. Also klar, sehr viele Leute, die krank sind, aber ach, sehr vielen Hoffnungsproblem. Und ich sehe nicht, wie ich die Hoffnung zusammenbekommen soll. Genau, das ist die Stahlbrücke. Wir lassen den weiter im Einsatz und gehen weiter zum Eisenerzvorkommen. Und es sterben halt immer wieder irgendwo welche. Und es wird wieder wärmer. Das können wir nutzen. Zelten ist jetzt warm. Wir gehen jetzt in der Zeit mal auf den Overdrive, damit den noch wärmer ist. Es darf keiner mehr krank werden. Aber es wird auch nicht funktionieren. Nicht in der Zeit. 15 Stunden, das bringt dann nichts. Und es sterben trotzdem Leute. Warum auch immer. Woran sterbt ihr? Durch fehlende Behandlung. Die waren nicht mal schwer krank. Temperatur zu hoch für den Schneegruben. Vielleicht liegt es auch an den Schneegruben. So, es wird ja noch wärmer. Das wird nicht helfen. Das war's. Schon wieder. Ich krieg das, glaube ich, in den Schwierigkeitsgrad nicht hin. 3 Stunden Hoffnung und zu viel hat alles zu hoch. Zeit ist um. Ja, verdammt.